Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Bee Island. Wir hatten jetzt in der letzten Folge gerade mal die Türme hier aufgebaut und festgestellt, wir brauchen unbedingt hier noch mehr Arbeiter. Und würde sagen, da arbeiten wir noch dran weiter. Wir können noch mal einen Kindergarten machen. Der passt da nämlich super hin. Das war mehr oder weniger Zufall. So, Forschung ist in der Mache. Wir können das mal beschleunigen. Aber jetzt geht es vor allem erstmal darum, dass hier Ressourcen aufgestockt werden. So, Forschung ist zu Ende. Dann nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Hier haben wir einen Eimer. Die Erntebienen sind schneller. Das machen wir doch. Da haben wir ein Interesse dran. Denn wenn die schneller sind, kriegen wir schneller Ressourcen. Und wenn wir schneller Ressourcen kriegen, kriegen wir schneller Materialien und so weiter. Und vor allem jetzt, wo wir auch genug Honig haben, ideal. Ideal Standard. So, wie sieht es eigentlich aus? 6 Kämpfer haben wir. Das ist eigentlich nicht so viel, ne? Wir können mal... Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ja, ich habe jetzt da unten 5 stehen. Dann heißt, wir müssten bei 11 rauskommen. Wir werden mal sehen. So, das heißt, wir können hier, genau, hier kommen noch die normalen. Das ist fantastisch. So, das ist fertig. Hier Lager, ne? Wachslager. Das machen wir. Dann nehmen wir jetzt erstmal den. Wir produzieren schneller Honig. So, und da ist auch gleich der nächste Angriff. Dann holen wir mal alle nach Hause. Und wir gucken mal. Sind sie das da hinten? Ne, das sind Vögel. Da hinten, hä? Da. So. Ach, da ist zum Beispiel eine Libelle, wie angekündigt. Los, lad nach. Okay, die brennt. Lebt das Ding noch? So, da kommt jetzt die Welle wieder. Angriff. So, perfekt abgeschossen. Ich höre es klatschen, aber ich habe es nicht gesehen. So, einmal verschießen, um einmal komplett nachzumunitionieren. So, wie viel haben wir verloren? Keine verloren, das ist gut. Wir haben jetzt gerade 10 Bienen. Achso, Alarm beenden. So. Das Feld brennt, weil es beschädigt ist. Kann das sein? Zeigt mir nichts an. Okay, es ist weg. So, kommt hier noch was? Hier ist noch was übrig. Genau, wir hatten gesagt, wir kommen bei 11 raus, ne? Gucken wir mal. So, Wachslager ist voll. Achso, sehr, aber es ist die 3 hier oben und die hier. Wachslager. Dann machen wir... Ja, Honiglager. Ah, wir könnten... Ja, wir könnten hier ein Wachslager machen und hier halt entsprechend 3 Honiglager. Und von mir aus hier auch nochmal Honiglager dann. Oder hier, boah, irgendwie so. Ja, wir müssen erstmal das jetzt hier erforschen. Das sieht doch eigentlich fast voll aus. Ach hier, jetzt fehlt Nektar. Oh, hier fehlen Felder, hä? Guck mal. Wir brauchen mehr Nektar. So, hier unsere kleine Armada. Das ist gut. So, dann machen wir da mal wieder Nektar rein. Dann haben wir 6 Nektarfelder.
Wir haben jetzt schon 6 von den Pollenfeldern. So, der fängt jetzt an zu arbeiten. Das ist gut, dann, ja, dann machen wir hier, genau, komm, wir machen hier das Wachslager hin. Das war ja sogar der Plan, ne, Anfang. So, dann gucken wir doch mal, ob es gleich hiermit erscheint. Ja, da ist es. Zack, fertig. Genau, dann könnt ihr das nämlich hier rüberschaufeln. Kurzer Weg, ideal. Oh, perfekt. Machst doch deutlich mehr rein als hier in diese Dinger. Ja, also sah zumindest so aus. So, was haben wir denn hier? Filter. Die Produktionskosten von Honig werden reduziert. Ja, unbedingt. So, neue Ära können wir denn erforschen. Bis dahin war ich gekommen. Wir erforschen jetzt aber erstmal diese untere Ebene hier komplett durch. Und wir brauchen mehr Arbeiterbienen. Die Schwierigkeit ist halt irgendwann, dass die Königin nicht mehr hinterherkommt, Eier zu legen. Alle 30 Sekunden wird so ein Ei gelegt. Wobei, Honig haben wir gerade genug, wa? Eier? Ja, okay. Je mehr Arbeiter wir jetzt haben, desto schneller geht das dann wieder. Bauarbeiter können wir eigentlich auch mal 3 brauchen, wa? Machen wir mal hier 3 Stück, dann haben wir 10. Dann passt das hier mit Hin- und Herschaufeln wahrscheinlich besser. So, was ist jetzt hier das Problem? Es fehlt noch Pollen. Schön wäre, wenn er mir hier zeigt, wenn ich darüber habe, was das ist, ne? Aber jetzt sehen wir, das Wachs, das ist Honig. Naja. Ja, hier die Pollen, die Nektarlager sind leer. Das ist schon witzig, ne? Also Pollen und Nektar macht Honig, ja? Das ist ganz gut. So, 4 Minuten. Ich überlege mir gerade, ob ich hier noch so einen Geschützturm aufbauen will. Ja, komm. Kann nicht schaden. So, hier wird auf jeden Fall jetzt gut Wachs produziert. Achso, der wird schon gebaut, Mensch. Guck mal an. Nektar kam gerade. Hier wird gerade wieder Honig produziert. Das ist fertig. So, dann machen wir mal den hier, weil Leben von unseren Bienen erhöht wird, also gerade von den Kampfbienen. Das ist nicht unnütz, sag ich mal. Wobei, ne, also ich find's ja schon schön, dass unsere Bienen den Stachel vorne wegtragen, ne? Viel besser zum Angreifen. Die Musik, ne? So schön chillig, hawaiianische Musik, sage ich mal. Oder so zumindest so Urlaubsmusik irgendwie, ne? So. Gibt's doch auch bei Mario Kart, ne? Auf dieser einen Inselwelt. Kriegt man direkt Urlaubsfeeling, Mann. Hatte ich jetzt eigentlich. Nee. Honiglager haben wir noch nicht. Da fehlt noch einmal der hier. Fresh Milk. Ach so, guck mal hier, die Zeit, um die Bienen herzustellen, wird reduziert, okay? Also die Kampfbienen, oder wie sie hier heißen, Verteidigungsbienen. Naja. Oh hier, 19 Sekunden, okay. So, dann haben wir hier zumindest schon mal ein wenig Fortschritt. Was ist hier los? Doch, ist ein Arbeit. So. Eine Balliste. Na, ich würde sagen, wir machen mal den Weg hier, weil den. Ich weiß ja schon, was hier kommt quasi. So, das geht jetzt alles viel schneller, ne? Wir haben auch einigermaßen Ressourcen, weil wir jetzt mehr Bienen haben. So, das haben wir. Palme. Weil hier kommt nämlich dann Forschungsgeschwindigkeit um Viertel reduziert. Das ist gar nicht mal so unwichtig. Oh, hier schön, wie das relativ schnell grün wird, ne? Jetzt haben wir hier aber tatsächlich viel von den Pollen gebraucht. Na? So. Weil wir haben ja doch schon ein paar Sekunden hier. Da kommt gleich der nächste Angriff.
Dann machen wir den nochmal an. Und da kommt nämlich das andere Lager. Und einmal zurückziehen, bitte. So, wir haben drei Türme. Wir nehmen einfach mal den da. Hallo? Da. Ja, ein paar Mal getroffen habe ich, aber abgestürzt ist das viel nicht, ey. Okay, da fällt was runter, das ist gut. Aber hier, das wird langsam voll, ey. Komm schon, nachladen, nachladen, nachladen. Los, 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 los. Also, Bienen sind in Not. Oh, hier. Das ist hier, Flak-Feeling. War's das, ja? Gut. Alarm beenden. Alles noch heile? Hier fehlt ein Feld, ne? Ja, hier am Rand. Wobei, da war auch nichts drin. Von daher lassen wir es einfach mal so. Das sieht gut aus soweit. Das fängt sogar an zu arbeiten gerade. Das ist perfekt. Dann machen wir noch das Honiglager und dann gehen wir die hier durch. Und wenn wir die durch haben, dann machen wir hier die neue Ära. Was macht der hier? Achso, die Frachtkapazität erhöht quasi. Ja. Machen wir erstmal den. Dann machen wir hier die Honiglager rein und dann... Achso. Ne, doch. Sehen wir weiter. Wir haben erstmal nur noch den Turm oder nur den. Oh, was ist hier los? Die sind jetzt mit Ladybugs verbündet. Das sind also Marienkäfer. Ja, die droppen Larven. Also das ist wahrscheinlich so wie Bombenmark quasi. Heißt, wird Zeit, dass wir auf jeden Fall gut forschen können, werden, sollten. So. Komm schon, komm schon, komm schon. So viel zum Thema reduzierte Forschungszeit, hä? So, Honiglager, perfekt. Dann nehmen wir erstmal die Frachtkapazität. So, hier ist schon ganz schönes Gewusel jetzt, ne? Es ist noch keine Biene gestorben, das ist hervorragend. Okay, wir waren jetzt bei 11, 10 Bauarbeiterbienen. Was sagt der Rest hier? Dann machen wir hier mal 20 noch. So. Okay, das ist durch. Du hast Hammer. Was heißt das? Konstruktionsgeschwindigkeit erhöht. Machen wir. So, hier sind die Lager auch schon direkt voll gemacht worden, wa? Sehr gut. Je schneller wir hier die Bienen haben, desto besser für unsere Wirtschaft und desto besser kommen wir voran. Da. Na, was bist du für einer? Ein Eimerchen. Und auch ein Eimerchen. Geht fein sammeln. Ja, ne, die fliegen nämlich da hinten zu dem Ding hin, das Zeug holen. Ja, und hier fliegen die halt auch irgendwie hin, ne? Keine Ahnung, was das hier so für Zeug ist. Ja, und hier übrigens hier, ne? Guckt euch das an. Ja. Ach, der ist alt, war? Deswegen hat er hier so ein... Ach so, Opa mit Enkel, war wahrscheinlich? Was ist das hier? Sind die Fische hier auch Bienen? Okay, lassen wir mal so stehen. Tja. Schon witzig. So. Wie weit sind wir? Balliste, machen wir mal. Bowstring heißt Nachladegeschwindigkeit, das ist direkt das nächste, was wir machen. So, und wenn wir jetzt darauf warten, machen wir das mal so. Wir haben ja alles eingestellt, wir haben jetzt soweit alles gebaut. So, das haben wir. So, dann gucken wir doch mal nach der Balliste. Ja. Das ist schon mal deutlich größer. Das kann man doch vielleicht hier mit herstellen.
Ja, ja, hier irgendwie, hä? Einmal. Ich hätte es gern nicht nur dort. Gerne auch. Ach nee, das ist ein Lager. Guck mal, wie schnell das geht, hä? Spannend. Gerne auch dort. So. Ja, das ist natürlich toll auf die Art, wenn man hier genug Vorräte hat. Zweimal. Und gut, ich hätte hier drüben auch gerne noch einen. So, und dann haben wir da einen einzelnen übrig. Da können wir ja gerne mal Deko reinstellen. Zack. So, kommt ihr da? Sehr schön. So, frische Milch. Machen wir so. Und was macht er hier? Ah, die Kosten reduziert um 25% der Verteidigungsbienen. Logisch, wollen wir haben. So, warte mal, dann können wir das hier mal wieder reinmachen. Dann haben wir von beiden Varianten drei Türme. Ah, guck mal an, da ist es auch soweit. So, wir nehmen mal den hier. Da geht's auch schon los. Guck mal, da kommt er. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man vorhalten muss. Den habe ich anscheinend nicht getroffen. Aber dafür haben wir auch die kleineren Türme, hoffe ich doch. Ich jetzt sehen würde, ob ich treffe. Oh, was ist denn hier los? Ach guck mal, der hat schon zwei abgekriegt. Bam, ist weg, ist er. So, hier, der hier. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß gar nicht, ob ich den treffe. Da steckt nichts drin, ne? Und ich treffe ihn nicht mehr. Da fliegt die Larve. Ach da, guck mal hier. Bams. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem großen Ding jetzt diesen Marienkäfer getroffen habe. Wo ist der denn? Also es hätte treffen müssen, ne? Ich. Obwohl, hier sind diverse Pfeile drin, ha? Hm. So, ist irgendwas kaputt gegangen? Erstmal hier Alarm aufheben. Hier fehlen noch Felder, oder? Hier auch. Hier auch. Oh, ist sogar ein Turm kaputt gegangen, hä? Na gut, Gott sei Dank kostet der Turm dann nicht so viel. So, was sind hier für Symbole? Hier wird repariert, oder? Was wird hier gebaut? Okay, so, dann werden wir das mal ergänzen. Wirkt bald so, als könnten wir mehr Lager gebrauchen. Macht vielleicht eh Sinn, hier um dieses Forschungsding nochmal mehr Lager zu haben. So, wir werden erstmal hier den Turm zurückholen. So, und weil wir gerade festgestellt haben, warte mal, wir fangen einfach mal hier an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Und da machen wir ein drittes Lager hin für Honig. Okay, der Turm steht wieder. So, Honiglager. Dann machen wir hier die Kostenreduzierung. Die kommen jetzt ja sogar, das passt ja. Dann müsste das mit der Forschung nämlich auch relativ gut funktionieren. Wie viele haben wir? Oh, wir haben Bees gedeiht, also Bienen gestorben, 0. Aber wir haben nur noch 9 von 11. Da stimmt doch irgendwas mit der Rechnung nicht.
Okay, das sieht doch ganz gut aus. Bauarbeiter, ja. Okay, wir haben den ersten Forschungsbaum komplett. Dann machen wir den nächsten. Gehen wir auf Stufe 2. Wir wollen... Was wollen wir denn? Ambrosia. Guck mal, wir brauchen hier grünes Zeug. Haben wir nicht. Wir werden also wahrscheinlich dafür, dass sie unten brauchen. Military Reform. Ja. Guck mal, wir gehen mal auf Militär. Weil der nächste Angriff, der kommt schon gleich. Diesmal gehe ich mal nicht in diesen Turm rein, weil ich habe so die Idee, dass ich gar nicht viel Schaden gemacht habe, weil das Ding gar nicht, also weil ich den Marienkäfer nicht richtig getroffen habe. Oh, hier, guck mal, im Übrigen. Die große Sternwarte, ne? Erinnert mich hier an das Teleskop, ja. Ach, guck mal, da läuft die Forschung sogar schon. Ja, und das ist schon die reduzierte Forschungszeit. Oh, hier Anti-Aircraft Gun, sehr schön. Agitation. Das heißt, da erscheint also ein Knopf, ein Button. When it's pressed, 5 Hornets go to your side. Das heißt, ich kann die... Ach, hier, guck mal, brauchen wir das Schwarze. Da brauchen wir bestimmt das hier unten. Okay, pass auf, bevor wir das machen, warten wir den Angriff ab. Wir gucken mal. Kaserne. Oha. Okay, groß. Würde ich mal hier ranstellen? Verdammt groß. Dann mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Reicht das jetzt schon? Nee, da fehlen nochmal 3. Ja, so viel zum Thema hier, ne? Wachslager haben wir ja, Gott sei Dank. Machen wir es so. Bams. Oh, was ist denn das da? Ist da was Grünes? Nein, das braucht Ambrosia. Oh, wir können das nicht bauen. Das heißt, wir brauchen das hier unten, um Ambrosia herstellen zu können. Okay, machen das mal so. In der Hoffnung, dass das schnell genug fertig wird, weil da geht's gleich los. Und vielleicht kriegen wir hier nochmal 2 von den komischen Türmen mit rein. Guck mal, einer ist doch da. Oh, den. Und den. Das wird vielleicht helfen. Wachs haben wir zumindest genug. Oh, hier auch, ne? Arbeitet das schon? Ah, das arbeitet schon. Schön, dass wir so viel Wachs auf Vorrat hatten. Schön, dass wir 3 Stück davon haben. Das ist hervorragend. So, der ist fertig. Dann wahrscheinlich treffen die besser, wenn die automatisch schießen. So. Einmal zurückkommen. Sieht aus. Oh, man kann ja bestimmt wilde Formen bauen irgendwie, ne? So, warte mal. Wo haben wir denn... Nanu wird doch schon... Oh, da. Nanu? Ja, 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 ja. Was ist hier mit euch? Perfekt. Ja, hier genau. Das Zeug ist das, was wahrscheinlich viel kaputt macht. Oh, Wahnsinn. Hier, da wird schon, werden schon Bomben geschmissen. Bams. Ah, hier ist direkt auch was kaputt gegangen. Oh, Wahnsinn. Hier, da schießt das ab. Perfekt. Oh, was ist denn hier? Wow. Oh, hier ist eine ganze Menge kaputt gegangen, hä? Ein Lager. Okay. Da fehlt noch so einer, aber da war nichts drin, meines Erachtens nach.
Ja, und das, obwohl ich jetzt schon Türme nachgezogen habe, ne? Okay, das ist so nachgebaut. Das werden wir sofort mal wieder ersetzen. Da fehlt ein Wachslager. Da fehlt ein Honiglager. Und hier fehlt so ein Nektarlager. Okay, ja, wird Zeit für hier die Aircraft Gun. Ambrosia Fabrik. Oh, was ist jetzt los? Explosionen am Tornissen Training Ground, okay. They managed to use Gunpowder. Oh. Das heißt, die haben mit der Forschung jetzt nachgezogen. Ja, das Spiel hält uns auf Trab. Okay, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst gerne ein Abo nach oben da und lasst es euch gut gehen. Tschüss.